So, hallo und herzlich willkommen zu meiner ersten Folge The Bridges. Jedes Team startet auf einer Insel. Es sind vier Teams und sind durch Wasser getrennt. Ich werde es in zwei Parts aufteilen. Der erste Part ist Minen und Craften. Der zweite Part ist... PvP. Jo, so werde ich das handhaben. Ich hoffe mal, dass ich in einem guten Team bin, dass man sich nicht gegenseitig die Sachen klaut. Ich weiß auch nicht, in welchem Team ich bin. Und der erste Gegner ist tot. Oder von meinem Team. Ich weiß nicht, in welchem Team ich bin. Ich werde es nie raffen. Ich habe schon ein paar Runden versucht aufzunehmen. Ich bin jedes Mal zu selbstbewusst und stürme in Dreierteams rein, die dann mit Eisen- und Diaschwert auf mir einprügeln. Und dann bin ich dann halt relativ flink tot. Das ist ein extrem großer Fehler. So, ich muss eigentlich zuerst mal eine Kuh töten oder so. Oder ein Schwein. Das nehme ich auch gerne mit. Falls hier noch irgendwo ein roter Pilz ist, nehme ich den auch gerne mit. Hier tötet gerade jemand Kühe. Und ich hätte gerne das Eisen, das da oben ist. Deswegen muss ich gerade mal drei... So, jetzt muss ich mich beeilen, sonst kriegt das ein anderer Spieler. Ich meine, wir sind alle ein Team, aber, ne? Und so muss man auch mal an sich selber denken. Also der Start ist schon mal sehr geil. Ey, genau das habe ich befürchtet. Oh, Kumpel. Es war meine Ader. Den kriege ich auch den Scheiß. Ich habe es zuerst gebaut. Zuerst kommt mal zuerst. Das habe ich hier leider jedes Mal, dass ich irgend so einen dabei habe, der versucht mir den Stuff zu klauen. Oh, noch mehr. Ich weiß auch nicht, welches Team ich bin, muss ich wirklich... Obwohl, ich könnte eigentlich auf die Namen von meinen Kollegen achten. Also anscheinend bin ich gelb, also das Team mit den wenigsten Leuten. Das irgendwie passiert mir ständig. Ich werde es auch gleich so handhaben, wenn ich tiefer in Höhlen gehe, weil das werde ich machen, um Eisen zu, um Dias zu kriegen. Werde ich mir Fackeln craften und die euch den Weg leuchten. So. Also ich habe noch nie so viel Eisen innerhalb der Anfangszeit gekriegt. So, jetzt kann ich mir einen Ofen craften. Und dann kann ich mir einen Weg nach unten bauen. Oh, hier sind so viele Kühe. Das ist schön, weil ich hatte vorhin ein bisschen Essensprobleme. Und das werde ich jetzt auf jeden Fall nicht mehr haben. So, auf geht's nach unten. Wir gehen hier rechts lang. Und ich werde mit euch erstmal ein bisschen Licht machen. Jetzt werde ich auch kein Problem mehr haben, dass mir ein Kollege versucht, meine Sachen zu klauen. Ich nenne die immer Gegner, weil ab und zu habe ich wirklich das Gefühl, ich bin gegen mich. Vor allem bei sowas, was ihr eben gerade gesehen habt. Ich meine, ich war der zuerst da war und trotzdem versucht er mir die Sachen zu klauen. Das gehört sich einfach nicht. Aber manche sehen das halt anders. So, mal wieder ein bisschen Licht und weiter geht's. Hier ist eine Höhle von einem anderen. Dann werde ich hier mal rüber jumpen und hier weiter craften. Buddeln. Wie viel Eisen habe ich denn? 15. Das reicht gerade mal für eine Brust und eine Hose. Jetzt habe ich 16. 17. So, da seht ihr schon das Wasser. Das tut mir jetzt aktuell noch nichts. Fließt ja auch nicht rein. Es fließt erst rein, wenn die Schutzzeit vorbei ist. Und dann ist es dann auch tödlich immer noch für mich. So, meine erste Steinspitzhacke ist gleich kaputt. Das Schöne an Steinspitzhacken ist, man kann sie immer wieder craften. Ich hatte schon mal, dass im Wasser eine Dia war. Das war richtig fies. Aber ich habe ihn gekriegt. Ich habe ihn gekriegt. Leider sind meine PvP-Parts immer nicht so... So schön. Vielleicht werde ich es auch so handhaben, dass ich einen PvP-Part aufnehme und dann irgendeinen anderen Modus ranhänge, wenn der nicht gut war. Damit ihr es halt nicht ertragen müsst, mich leiden zu sehen. So. Gehen wir mal hier rein. Eine Höhle. Höhlen sind nice, sehr oft.
Und dann, obwohl normalerweise müsste ich mir noch einen zweiten Ofen nebenstellen, weil sonst dauert das ja ewig. So, Hälfte, Hälfte. Oh, war gerade ein bisschen gelockt. So, mehr Protected Blocks kann ich auch nicht bauen. Und noch mehr Eisen. Direkt neben meinen Öfen, was sehr, sehr geil ist. Und Gold. Gold ist natürlich etwas, was ich sehr gerne habe. So, 7. Und da jetzt drin. Ach komm. Erstmal nochmal 2 Sticks. Er sieht es gerade nicht, dass ich hier. Weil sonst würde er wahrscheinlich auch hier bauen. Und das war irgendwo TNT. Und ich habe Gold. Kann ich mir jetzt ein bisschen Gold handcraften? Goldäpfel gehen leider nicht. Selbst wenn ich irgendwo Äpfel kriegen würde. Das hatte ich schon mal, weil ich hatte die Klasse Äpfel. Es gibt so eine Klasse, die kriegt dann alle paar Sekunden einen Äpfel dazu. Und ja. Oh, da sind Dias. Diesmal habe ich die Klasse Archer. Ich kriege alle paar. Ich habe insgesamt 3 Pfeile oder kann insgesamt 3 Pfeile haben. Und ja. Mit den 3 Pfeilen kriege ich die ganzen Camper raus, weil es sind hier wirklich unglaublich viele Camper unterwegs. Das ist so eine ganz schlechte Angewohnheit in diesem Spielmodus. Dass sich Leute am Spawn nach oben bauen und dann verstecken. Wobei letzte Runde bin ich nicht durch Camper gestorben, sondern durch Dummheit, muss ich schon sagen. So. Und ein Dia-Schwert habe ich schon sicher. Very nice, so. Das habe ich sicher. Das habe ich sicher. Das habe ich sicher. Bam. Einzige, was dir noch fehlt, sind Schuhe und ein Helm. Und den Schuh habe ich schon sicher. Den Helm habe ich auch schon so gut wie sicher. Wie kann jemand so schnell craften? Beziehungsweise abbauen. Goldspitzhacke, ne? Goldspitzhacken, damit kann man, glaube ich, extrem schnell abbauen. So. Wir sind alle hier emsig am Bauen. Ich würde jetzt schon gerne am Ende irgendwie sehen, wie es denn unter den Höhlen aussieht, aber von allen Teams, das wäre cool, wenn man das so wie bei, ich weiß nicht, habt ihr die, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, guckt euch die E3 an mit der HoloLens. Das ist wirklich extrem cool. So, dann packe ich hier mal das Fleisch rein und verreiße meine Steuerung. So, ich habe auf jeden Fall perfekte Ausrüstung. Ich brauche davon gar nichts mehr. Ich hoffe mal, er macht irgendwas Gutes damit. Ich kann mir noch das craften. Und dann. Ich habe keine 3 Pilze. Scheiße. Okay, er hat es, glaube ich, nicht gemerkt, dass ich ihm den ganzen Scheiß zugeworfen habe. Ja. I need food. Ja, das war aber nicht mein Kollege. Mein Kollege war der Gelbe. Also, wir sind das gelbe Team. Ich gucke noch mal ein bisschen. Ich habe noch 1,5 Minuten. Deswegen gucke ich mich gerade nochmal um. Hier war anscheinend wohl jemand schon. Das Einzige, was ich aus meinem Ofen nochmal wieder rausbrauche, ist mein Essen. Ich kann auch gleich noch meinen Müll entsorgen. Es fängt gleich auch an zu laggen in den letzten paar Sekunden. Das ist jedes Mal leider so. Ich entsorge jetzt mal meinen Müll. Alles, was ich auf jeden Fall nicht mehr brauche, beziehungsweise auf keinen Fall noch brauche. Ich glaube, das war's. So, das auf 2, dann auf 3 und auf geht's. Ich habe noch 18 Steine, das reicht auch für irgendwelche Maßnahmen zum Weg finden. Den Scheiß kann ich hier stehen lassen, da kann ich nicht ran, der gehört nach Tacht. Und ich gehe nach oben. Schön.
Oh, der hat aber viel Dias gefunden, der Junge. Hat der einen Lack? Ich habe leider gar nichts. Und dann geht jetzt die zweite Folge los. Bis morgen.